tatsächlich jetzt noch, ja, noch nicht safe ist. Ja, bitter, das heißt bitter. Wir wussten, dass es so kommen kann. Und deswegen ja, war es heute ein Ziel, das Spiel zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Und jetzt liegt es an uns, das gegen Hoffenheim nochmal besser zu machen, nochmal Gas zu geben und nochmal mindestens einen Punkt zu holen. Das ist so, dass es ja wichtig ist, die Chancen zu kreieren. Die Mannschaft hatte die Chancen. Ist das etwas, wo Sie sagen, naja, wenigstens das, oder wird dann die Enttäuschung noch größer, wenn man die klaren Chancen nicht reinmacht? Nein, ich habe kein, also das gehört zum Fußball. Was nicht zum Fußball gehört, Carlo seiner Lufferei, ja. Bei dieser Situation, die Spieler wissen Sie, dass ich brauche klare Bewegung, eine klare Idee, weil das bringt uns weiter und nicht so fummeln. Die Gegner ladet uns ein zu meiner 100%ige Torschance. Das konnte da man uns befreien und dann so eine Lufferei, ich finde, das ist hoch. Spur. Und in dieser Phase, das ist nicht möglich. Herr Schaaf, Sie stehen im Moment unheimlich unter Feuer von der Frankfurter Medienlandschaft. Greift Sie das in irgendeiner Form an? Fragen Sie mich noch was zum Spiel. Sie wollen da gar nicht mehr drüber reden. Sehen wir Sie an, in der kommenden Saison noch auf der Trainerbank? Sie haben mich doch eben verstanden. Also fragen Sie noch irgendwas zum Spiel, wenn Sie da noch ein paar Gedanken haben, gerne. Ansonsten werden Sie keine Auskunft bekommen. Ja, ein Spiel haben wir noch, ne? Mit Ihrer Mannschaft. Klar, ein Pflichtspiel haben wir noch gegen Leverkusen, ist richtig. Ein Heimspiel, wo wir auch nochmal eine gute Leistung zeigen wollen. Ich hoffe, dass die Mannschaft das gut umsetzen kann, dass wir dort nochmal unseren Fans auch noch was bieten können. Dieses Thema steht aber so im Raum. Blocken Sie das für sich ab oder sind Sie da auch ein bisschen angegriffen im Moment? Ich danke Ihnen. Ja?